Ja, hallo Johanna, du spielst ja die Büglerin Nicole bei Verbotene Liebe. Legst du denn privat auch sehr viel Wert auf Mode, weil du bist ja ein fester Bestandteil von LCL? Ist dir das privat auch sehr wichtig oder denkst du, ach ja, komm, mach doch auch mal eine Jeans? Ah, Jeans liebe ich. Ich finde Jeans total toll. Ja, ein bisschen achte ich sicherlich schon drauf. Mehr als die Büglerin Nicole, glaube ich schon. Die läuft ja immer etwas sportlich rum. Aber ja, ich denke, man geht eigentlich zwangsläufig ein bisschen mit der Mode. Und ich habe aber auch Klamotten im Schrank, die da, glaube ich, schon seit 10 Jahren liegen, die ich immer noch gerne trage. Also mal so, mal so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich total auf Mode stehe. Ich gucke mir gar keine Modezeitschriften zum Beispiel an. Das ist so gar nicht meins. Und wie würdest du jetzt, wenn du deine Rolle selbst beschreiben müsstest, den Charakter, wie würdest du den in ein paar Worten beschreiben? Das ist schon eine ganz herzensgute. Die kann sich schon sehr mit anderen freuen, mit Martha zum Beispiel. Das ist schon eine aufrichtige Freundin. Aber die möchte gerne mehr Aufmerksamkeit haben. Also, dass andere so leicht manchmal an Jobs kommen und sie da bleibt, wo sie ist, das versteht sie nicht so ganz. Und dann tratscht sie ganz gerne auch mal. Einfach aus dem Grunde, weil sie zeigen möchte, ich kriege viel mit, die ist nicht auf den Kopf gefallen. Die kriegt, glaube ich, mehr mit, als ihre Chefs manchmal so ahnen. Und wenn sie das dann rumtratscht, ihren Kollegen einfach Infos geben kann, die sie noch nicht haben, dann ist sie denen natürlich was voraus. Und ich glaube, dass sie Ungerechtigkeit ziemlich hasst. Ja, da kann sie echt so gar nicht drauf. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Du hast jetzt ja auch eine eigene Fanpage bei Facebook. Wie stehst du denn generell zu sozialen Netzwerken? Mit Facebook muss man sicherlich vorsichtig sein. Ich habe mich da privat auch ein bisschen zurückgenommen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich eine schöne Möglichkeit, um mit Leuten wie den Fans gerade in Kontakt zu kommen. Also ich meine, sonst habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, groß mit denen Kontakt aufzunehmen, beziehungsweise denen die Möglichkeit zu geben, mit mir Kontakt aufzunehmen. Von daher ist das schon ganz schön. Und ich nutze vor allem Facebook auch dafür, um mit Freunden aus aller Welt in Kontakt zu bleiben. Das erleichtert es einfach unheimlich, muss ich schon zugeben. Und auf deiner Website steht ja, du liebst es, früh aufzustehen und Partys sind so gar nicht deins. Wenn man das so liest, geht man jetzt ja nicht davon aus, dass es sich um eine junge Frau handelt. Wie kommt es dazu, dass das so ist? Ich brauche einfach unheimlich viel Schlaf. Ich fühle mich dann wohler, wenn ich ausgeschlafen bin. Und ich mag das so gar nicht, mitten am Tag erst aufzuwachen. Dann denke ich, ich habe die Hälfte verpasst und ich will immer ganz viel schaffen einfach. Ja, ich mag das gerne, früh aufzustehen, dann Sport zu machen und ausgiebig zu frühstücken. Da nehme ich mir wirklich Zeit für. Ich brauche dann einfach auch eine Weile, um so in Gang zu kommen. Und dann habe ich noch was vom Tag und schaffe viel. Da falle ich dann mit einem besseren Gefühl abends ins Bett, wenn ich was geschafft Das hört sich ja alles nach dem perfekten Studenten an. Du studierst ja auch seit 2012 Medienpsychologie. Warum gerade Medienpsychologie? Was reizt dich daran oder was fasziniert dich daran? Ich wollte schon immer mal studieren. Also ich habe mir es auf jeden Fall vorgenommen, das noch irgendwann zu machen. Ich habe halt zuerst eine Schauspielausbildung gemacht. Und Medienpsychologie setzt sich zusammen aus Medienkulturwissenschaft und Psychologie. Und Medienkulturwissenschaft hieß früher Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Also ist das im Grunde schon noch die gleiche Richtung, die ich schon mit meiner Ausbildung eigentlich so eingeschlossen habe. Aber es ist halt nochmal sehr viel wissenschaftlicher natürlich und theoretischer beleuchtet. Und das interessiert mich unheimlich. Und Psychologie ist ja auch ständig bei Schauspiel einfach mit drin, dass man sich einfach mit der Rolle genau auseinandersetzen muss. Und ist das nicht manchmal schwierig, das beides unter einen Hut zu kriegen, dass sich das überschneidet oder ein Thema leidet? Ja, das Studium leidet im Moment. Ja, doch, sehr. In welchem Semester bist du gerade? Ich wäre jetzt im zweiten. Ich habe das erste aber schon etwas verspätet angefangen. Und beim zweiten Semester, jetzt habe ich wegen der Rolle bei VL eigentlich vielleicht 3 Seminare kontinuierlich besuchen können und werde das nächste Semester auch erst einmal liegen lassen. Ja. Das bringt gerade nichts, da weiter zu studieren, aber das kann ich ja zum Glück jederzeit wieder machen und das ist auch was, was wirklich Spaß macht. Weil nebenbei bist du ja auch noch im Musical tätig. Und was machst du da? Mehr schauspielen als singen, zum Glück. Also ich sollte nicht so viel singen.
als vielleicht unter der Dusche, aber sonst nicht so viel. Und was hat deine Rolle? Das ist ein Musical, das Helge Schneider geschrieben hat. Das spielen wir jetzt seit über 2,5 Jahren schon im Theater im Bauturm. Immer wieder so einmal im Quartal in etwa und dann so 3-4 Tage am Stück. Und da habe ich 4 verschiedene Rollen. Da bin ich einmal Porsche-Zentrum Ports Ober Ports. Dann bin ich eine Stute, die Stute Dr. Rainer Klimke. Eine Polizistin und das Schaf Dolly. Ja, es ist sehr unterhaltsam. Ich weiß noch nicht die nächsten Spieltermine, aber jeder ist willkommen, mal bei Theater im Bauturm auf der Seite zu stöbern. Beziehungsweise ich halte auch meine Seite eigentlich immer aktuell. Und wenn ich wieder weiß, wann wir spielen, dann sollte jeder mal vorbeikommen. Es ist echt ein Publikumsrenner, sehr witzig. Es ist halt Helge Schneider, ne? Gibt es denn noch Projekte, die jetzt in der nahen Zukunft irgendwie anstehen, die auch noch mit unter einen Hut gebracht werden müssen? Ich bin noch in einem weiteren freien Ensemble und da hatten wir schon Ende Mai, war das glaube ich, im Kölner Odonien ein paar Aufführungen von einem kleinen Stück. Das hat die Regisseurin selbst geschrieben, sie ist Autorin und Regisseurin und da werden wir im September auch nochmal 20. und 22. glaube ich spielen, allerdings andere Spielstätte dann. Ich weiß es gerade nicht ganz genau, ich glaube es sind die Kolbhallen, wo wir spielen. Ja, gut. Das war es auch schon. Dann danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und dann sind wir auch schon fertig.